Barleben, Meizendorfer Straße. Gemeinsam unterwegs sind der stellvertretende Ortsbürgermeister und ein Vertreter des Landrates zu Heinz und Elfriede Schleef. Denn die feiern heute ihre eiserne Hochzeit. Ja, also ich komme im Auftrage der Gemeinde Barleben, da ich ja nun auch eine Funktion als stellvertretender Ortsbürgermeister habe, darf ich ganz, ganz herzlich gratulieren zu diesem hervorragenden Ehrentage, den wirklich nicht viele Paare erleben können. Ja. Nicht? Und darum hat sich die Gemeinde auch stark wieder mal in Unkosten gestürzt. Die Blumen darf ich der Braut überreichen, denke ich mal. Ach, ja? Danke. Dann kommt auch extra von der Gemeinde einen herzlichen Glückwunsch, steht sogar persönlich drauf. An wen das gerichtet ist? Ja, dann dürfen wir sie mal nicht trinken. Doch, selbstverständlich, das soll doch munden. Und dann hat auch noch der Ministerpräsident eine Ehrenurkunde dagelassen, weil sowas wirklich nicht sehr häufig vorkommt. Sehr geehrte Frau und Herr Schleef, ich darf Ihnen die allerherzlichsten Glückwünsche vom Landkreis Börde und vom Landrat überbringen. Nebst einem kleinen Geschenk in Form von 2 Scheinen. Sie wissen ganz bestimmt etwas Gutes damit anzufangen. Ich wünsche Ihnen noch viele gemeinsame Jahre, viel Gesundheit und kommen Sie gut durchs Leben. Danke, danke. Der gelernte Schlosser und die Lageristin haben die letzte Zeit ihres Berufslebens in Barleben im Elektromotorenwerk gearbeitet und denken gerne an die gemeinsame Zeit zurück. Was war denn vor 65 Jahren am Hochzeitstag für Wetter? Eisig kalt. Schnee und Kälte. Wir waren gezittert. Und dann ist die Taxi nicht gekommen von der Kirche nach Hause fahren. Da mussten wir laufen. Weil hier Lupitz haben auch Hochzeit gehabt. Er ist ja nur inzwischen verstorben. Und es war kalt. Es war kalt? Ja. Und wie war Ihre Ehe? Auf und nieder. Also, diese Frau wird sich immer wieder heiraten. Ein schöneres Kompliment kann man nicht machen. Denn auch ohne Auto und ohne den Garten besorgen sie ihren Haushalt weitgehend selber. Die beiden Kinder, die 3 Enkel und 5 Urenkel, leben alle in der Nähe und die Familie ist stolz auf ihren Zusammenhalt. Dazu kommen noch die Freunde, die extra ein Gedicht mitgebracht haben. Nicht 25, nicht 50, nein, 65 Jahre seid ihr bereits ein Ehepaar. Wer so lange Zeit fest zusammenhält, feiert eiserne Hochzeit heute. Dass ihr füreinander geschaffen seid, habt ihr bewiesen in all der Zeit. Eisern seid ihr uns bekannt, geht weiter euren Weg Hand in Hand. Am Hochzeitstag, mitten in der Woche, gibt es nur noch ein Familienkaffee trinken. Die große Feier findet am Wochenende statt. Ort.tv wünscht dem Jubelpaar alles Gute und zur steinernen Hochzeit wollen wir wiederkommen.